Herzlich willkommen, meine Freunde, zum nächsten Tutorial von Total Extreme Wrestling. Ihr solltet vor kurzem schon das Tutorial mit dem Importieren gesehen haben. Jetzt gehen wir wieder auf das Booking ein. Und damit es nicht zu lange dauert, starten wir sofort. Wir pre-booken hier mal schnell ein Match bei der WWE. Scheißegal, wir nehmen auf jeden Fall Stars. Wir wollen Stars haben. Naja, komm, wir nehmen Well-Known, das reicht auch. Nehmen wir Kofi Kingston gegen Seth Rollins. So, da haben wir sie. Und diesmal gehen wir auf die weiteren Road Agents Notes ein. Wir sind beim letzten Mal hier Winner und Loser, das muss ich ja nicht erklären. Wir sind die Match-Ziele beim letzten Mal durchgegangen. Die sind sehr komplex gewesen. Viele Sachen, wo ihr drauf achten müsstet. Es gibt aber noch ganz viele andere Sachen hier runter. Es geht noch viel weiter runter, ne? Das kennt ihr ja sicher. Das gehen wir jetzt alles durch. Und zwar komplett. Und das heißt, es wird ein bisschen länger, aber gar nicht so lang, weil die Sachen relativ einfach zu erklären sind. Also sie sind nicht so komplex wie die Matchziele. Die Matchziele waren ja wirklich, da muss man ja auf 1 Million Sachen achten. Aber wir haben zum Beispiel hier den Individual Focus. Und das sind Sachen, die ihr als Road Agent Note eingebt. Da ist natürlich wichtig, dass ihr einen guten Road Agent habt, der das vernünftig umsetzen kann. Das ist Grundvoraussetzung dafür. Meine Güte, es ist so super warm, obwohl es eigentlich draußen um den Gefrierpunkt ist. Wir gucken uns erstmal Domination an. Domination ist nicht so kompliziert. Ihr bookt einfach jemanden dominant in diesem Match. Ihr wollt, dass der sehr gut aussieht. Und, keine Ahnung, ihr nehmt jetzt nicht unbedingt Kofi gegen Seth Rollins, sondern zum Beispiel Braun Strowman gegen Kofi oder so und bookt Braun Strowman dann in diesem Fall dominant, dass er stark dargestellt wird, dass er seinen Gegner beherrscht und das ist es eigentlich auch schon. Es gibt extra Charaktere, die durch ihr Gimmick einen Bonus bekommen, wenn sie dominant gebookt werden, also ihr könnt dadurch Boni bekommen, ihr könnt aber auch Penalties bekommen, wenn das nicht funktioniert, also wenn ihr Charaktere habt, wo ihr einen klaren Hinweis, irgendwo findet ihr einen Hinweis, dass er durchs Gimmick dominant gebookt werden soll, um einen Bonus zu bekommen. Aber es kann auch sein, dass er nicht dominant gebookt werden darf. Dann bekommt ihr natürlich ein Penalty, wenn ihr es trotzdem macht. Wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, dass ihr unter 15 Minuten bleiben solltet, weil, wie gesagt, es ist ein dominantes Match. Warum sollte ein dominantes Match jetzt 20 Minuten gehen? Ist ja Quatsch. In der Regel wird der Gegner abgefertigt, also unter 15 Minuten. Und euer Charakter, der dominant gebookt wird, sollte ein gewisses Maß an Charisma besitzen. Und ansonsten ist da alles zu gesagt. Einfach ein dominantes Booking. Keep Strong hört sich ähnlich an. Allerdings ist es eher so, dass es um den Verlierer des Matches geht. Denn wenn ihr jemanden dominant verlieren lasst, kann sich das auch ein bisschen auf die Popularität des Wrestlers ausschlagen. Muss nicht unbedingt passieren in dominanten Bookings, weil es heißt ja nicht unbedingt, dass ihr den, der dominant gebookt wird, in dem Fall halt Braun Strowman, dass der auch gewinnt. Er kann ja trotzdem das Match verlieren und somit schadet das jetzt nicht unbedingt der Popularität. Aber wenn ihr zwei Wrestler bookt und ihr sagt, okay, hier soll jetzt Kofi Kingston gewinnen, dann würde ich sagen, weil ich persönlich würde Seth Rollins etwas höher einschätzen als Kofi Kingston, würde ich sagen, okay, aber wir stellen Seth Rollins stark dar. Also er soll gut aussehen in diesem Match, trotz Niederlage. Und das bedeutet, Kofi gewinnt. Sein Sieg wirkt dann ein kleines bisschen, wird ein bisschen geschmälert. Ja, weil der Gegner halt sehr gut aussieht. Aber die Niederlage wirkt halt auch nicht so heftig auf Seth Rollins. Deswegen kann man das natürlich machen. Ihr werdet insgesamt ein etwas weniger hohes Rating erzielen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen, eigentlich klingt das super negativ, ist es aber nicht. Ich mache das super oft. Ich benutze Keep Strong super oft in den Matches, gerade wenn Gleichstarke gegeneinander kämpfen oder wenn der Schwächere gegen den etwas Stärkeren als Sieger hervorgeht. Ich benutze immer Keep Strong, um meine Wrestler zu schützen. Denn so verlieren sie keine Popularität oder nur ganz, ganz wenig. Und das soll ja eigentlich auch das Ziel sein. Da ist mir egal, ob wir irgendwo in der Midcard vielleicht nicht das beste Rating erzielen. Lieber schütze ich meine Wrestler und schütze sie davor, an Popularität zu verlieren, als jemanden hier zu schaden, nur weil ich ein besseres Rating haben will. Das ist nicht nötig. Das ist unnötig, ist nicht notwendig. Deswegen Keep Strong ist bei mir zumindest sehr beliebt.
bei dem Match, wie gesagt, würde Kofi gewinnen, würde ich wahrscheinlich Seth Rollins Keep Strong geben und umgekehrt würde ich es wahrscheinlich auch machen, um Kofi einfach ebenwürdig aussehen zu lassen. Und er verliert natürlich keine Popularität dadurch oder halt sehr wenig, wenn überhaupt. Also selbst wenn er verliert, heißt es nicht automatisch, dass er Popularität verliert, aber wenn, dann ist es deutlich weniger. Protect ist das nächste, was ihr anwählen könnt. Das wäre zum Beispiel ein Match, nehmen wir mal All Elite. Ihr kennt bestimmt Luther, der gar nichts kann. Luther ist ein richtig schlechter Wrestler. Und wenn ihr den zum Beispiel gegen Kenny Omega stellt, ja, sagen wir, beide sind richtige Stars auf einem Niveau, aber Luther kann einfach nicht wrestlen, dann könnt ihr ihn protecten und somit in seinen Aktionen beschränken, allerdings positiv beschränken, so dass es nicht auffällt, dass er schlecht ist. Also ihr kaschiert quasi damit seine Schwächen. Es ist sehr gut in Multiman-Matches. Im One-on-One schwierig, da solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht unbedingt die Schwachköpfe gegen die Top-Leute antreten lasst, wenn ihr gute Ratings haben wollt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein 4-, 5- oder 6-Mann-Match habt und alle sind sehr gut, dann nehmt ihr einfach Protect bei dem, der schlecht ist, und dann wird das so ein bisschen kaschiert. Dann geht das in der Masse auch etwas unter und er benutzt keine Aktionen, wo er sich dann am Ende blamiert. Keep It Simple ist genau dasselbe, allerdings etwas abgewandelt. Hier, dieses Protect könnt ihr zum Beispiel auch benutzen bei Wrestlern, bei Legenden, ja, die viel Charisma haben, die viel Erfahrung haben, aber die einfach nicht mehr die Leistung bringen können. Wenn ihr die als Protect markiert, dann profitieren sie trotzdem von ihrem Namen, will ich mal sagen, auch wenn sie im Ring natürlich sehr beschränkt sind. Bei Keep It Simple, ich glaube, das ist auch best, das passt besser zu Luther. Das sind natürlich Wrestler, die unsafe sind, die also gefährlich sind für andere Wrestler, wo es passieren kann, dass sie sich verletzen oder sowas, dass sie Botches ausführen. Und ihr wollt ja nicht, dass eure Wrestler irgendwie sich verletzen. Wenn ihr ein Local Talent anheuert und seht, okay, bei Safety, der Wert ist richtig schlecht, bei 40 oder so. Wir können ja mal ganz kurz reingucken, wie die Werte bei Kofi Kingston sind. Safety 80, absolut kein Problem. Sicherer Wrestler, sehr unwahrscheinlich, dass sich jemand verletzt. Wenn wir hier gucken, Safety 85 bei Tyler Black, wollte ich schon sagen, bei Seth Rollins natürlich in dem Fall. Hier sollte es wirklich keine Verletzung geben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass was schief geht, aber eigentlich sollte da nichts passieren. Wenn wir jetzt aber hier mal gucken, bei irgendwelchen Flachbieren, die WWE hat, Kane Velasquez, niemand braucht den. So, Safety 55, das ist schon unterdurchschnittlich. Ich würde sagen, durchschnittlich sollte 60 der Wert sein, wo ich sage, okay, ist zwar ein Risiko, aber ab 60, finde ich, ist es in Ordnung. Kane Velasquez ist halt kein Wrestler, ist bei 55, finde ich, sogar noch ein bisschen zu hoch. Ich würde sogar noch niedriger einstufen bei ihm, aber ja, das, da kann man das schon mal ganz gut sehen. Wenn wir hier Epico, der wird wahrscheinlich mehr haben, ne? Er hat 85, das sind alles sehr gut ausgebildete Wrestler, keine Frage. Aber Kane Velasquez, glaube ich, war schon ein sehr gutes Beispiel. Lars Sullivan, Safety 60. Ja, der Typ ist auch nicht wirklich sicher, aber 60 ist so der Standardwert. 60 ist wirklich der Standardwert. Reza könnte ein bisschen weniger haben, ja, 50. Die sind wirklich unsafe. Die Authors of Pain sind richtig schlecht. Botchen extrem viel. Deswegen hier 50. Viel zu riskant. Viel zu riskant. Würde ich nicht in den Ring lassen, ohne hier Keep It Simple einzustellen. Das heißt, sie machen Basic Moves, Body Slam, Vertical Suplex, eine Clothesline. Solche Aktionen werden dann von denen gezeigt. Und dadurch minimiert ihr das Verletzungsrisiko. Ihr schaltet das Verletzungsrisiko natürlich niemals aus. Das kann immer passieren. Aber ihr reduziert es extrem. Also bei solchen Vollpfosten immer Keep It Simple benutzen. Dann könnt ihr Burial nehmen. Und ja, da begrabt ihr einen Wrestler. Wenn ihr zum Beispiel jetzt... Das ist natürlich assi. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gemacht. Aber wenn ihr das macht, dann... Das ist so eine Vince McMahon-Aktion. So könnte man es sagen. Sagen wir mal, ihr spielt jetzt mit der WWE und
keine Ahnung, Seth Rollins, den wir jetzt gebookt haben, hat schon einen Vertrag bei All Elite unterschrieben. Eurem größten Gegner in diesem Spiel. Und ihr sagt euch, okay, wir können es nicht mehr verhindern, der Vertrag ist schon unterschrieben, also machen wir ein letztes Match, aber wir begraben ihn in diesem Match. Und das bedeutet einfach nur, er wird extrem fertig gemacht. Er wird mit Absicht hart behandelt, also eigentlich das komplette Gegenteil von Keep It Simple. Es werden extra hart Aktionen gegen ihn durchgezogen. Ich würde sogar sagen, vielleicht extra unsicher Aktionen durchgezogen, so dass er sich wirklich auch verletzen kann in diesem Match. Und er wird natürlich extrem gedemütigt. Also er wird wirklich begraben in diesem Match. Das schadet seiner Popularität extrem. Also ihr werdet merken, die Popularität geht auf jeden Fall deutlich runter. Und wenn ihr jemanden wie Seth Rollins dann schadet, der zur Konkurrenz geht, ist das natürlich taktisch sehr klug. Allerdings wird er euch danach hassen. Also er wird nie wieder zurückkommen. Da könnt ihr Gift drauf nehmen, dass der nie wieder zur WWE zurückkommt. Wenn ihr also vorhabt, euch das nicht komplett auf Lebenszeit mit ihm zu verscherzen, solltet ihr Burial nicht benutzen. Wenn ihr aber jemanden habt, der euch scheißegal ist, dann kann man das nehmen. Der Gegner von ihm profitiert auf jeden Fall davon. Aber derjenige, der begraben wird, eieiei, der wird nie wieder euer Freund. So, dann haben wir die Match-Style-Arten. Wir haben einmal ein Open-Match. Ich glaube, das ist ganz easy. Also, das wird ja offen gehalten. Also, wenn ihr jetzt jemanden habt wie Kenny Omega gegen Seth Rollins, dann braucht ihr Open-Match nicht, weil es sowieso ein offenes Match ist, weil sie auf Augenhöhe sind. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Kenny Omega gegen ein Darby Allin nehmt, dann sind die einfach noch nicht auf Augenhöhe. Und wenn ihr dann Open Match nehmt, dann wirkt das auf die Zuschauer viel spannender, weil es extra so dargestellt wird, dass sie auf Augenhöhe sind, dass jeder das Match gewinnen kann. Das benutze ich ganz gerne. Das benutze ich eigentlich aus Reflex fast bei jedem Match, weil ich eigentlich immer will, dass die spannend sind. Sogar bei gleich starken Gegnern benutze ich das. Keine Ahnung, ist so ein Tick, stört aber auch nicht wirklich. Wenn sie auf gleichem Level sind, hat es sowieso keine Auswirkung. Und wenn sie nicht ganz auf gleichem Level sind, dann wirkt sich das eher positiv aus. Dann gibt es Call-In-Ring. Da seht ihr hier Scripted. Und wenn wir das hier benutzen, dann wird es Call-In-Ring. Scripted ist immer von Anfang an eingestellt. Das bedeutet einfach nur, dass die Wrestler im Vorfeld das Match proben und somit eine etwas geringere Qualität haben, während Call-In-Ring dafür sorgt, dass die Wrestler quasi im Ring auch improvisieren und sich quasi im Verlaufe des Matches irgendwas Krasses ausdenken, was sie dann durchziehen. Allerdings funktioniert das nur mit Wrestlern, die sehr hohe Psychology-Werte haben. Beide müssen sehr hohe Psychology-Werte haben. Dann könnt ihr natürlich ein Meisterwerk kreieren. Also wenn ihr scripted seid, seid ihr relativ beschränkt. Also ihr werdet immer ein Cap haben. Es wird sehr viel schwerer sein, zum Beispiel ein 100er Match zu liefern. Es ist nicht unmöglich. Ich habe es auch schon geschafft, mit einem scripted Match ein 100er Match rauszuhauen. Allerdings nicht bei Total Extreme Wrestling 2020. Vielleicht geht's hier nicht mehr. Aber früher ging es auf jeden Fall. Es ist allerdings leichter Call-In-Ring, weil ihr da bessere Ratings bekommt. Allerdings kann es auch hier sein, wenn einer von beiden zum Beispiel einen schlechten Tag hat, und das passiert ja durchaus des Öfteren mal, dann wird es komplett in die Hose gehen. Und da muss man dann halt abwägen, bei einem Pay-Per-View vielleicht in einem Main-Event könnte man das nutzen und den Pay-Per-View zu einem Meisterwerk machen. Da muss man aber abwägen, ist es euch das wert, vielleicht aber auch den Pay-Per-View komplett zu versauen, nur weil ihr jetzt hier ein Meisterwerk haben wolltet als Match. Oder sagt ihr, wir nehmen den sicheren Weg, den scripted Weg, und haben trotzdem einen super starken Pay-Per-View, aber eben kein Meisterwerk. So, muss jeder für sich natürlich entscheiden. Das ist der Unterschied zwischen Script und Call-In-Ring. Call-In-Ring, wie gesagt, auf jeden Fall hohe Psychology-Werte. So, All-Out-Match ist auch relativ schnell erklärt. Beide Superstars wollen das beste Rating rausholen und gehen einfach all out, also hauen alles raus. Und das ist zum einen natürlich möglich, dass ihr eine sehr gute Qualität habt in diesem Match, dass ihr wirklich ein hohes Rating erzielt. Ihr solltet aber auch sehr fähige Wrestler haben. Allerdings bei All Out ist auch das Verletzungsrisiko deutlich höher. Und
die Stamina nimmt schneller ab. Das heißt, wenn ihr das benutzt und ihr habt sowieso schon Wrestler, die nicht die allerbeste Kondition haben, das haut richtig auf die Kondition und kann dafür sorgen, dass das Match am Ende schlecht wird. Muss es natürlich nicht. Dann haben wir noch Slow Build. Auch hier ist es so, da ist es eher für Matches ausgelegt, die sehr lang gehen. Also könnt ihr auch 20, 30 Minuten lang ruhig machen oder noch länger bei Slow Build. Das geht deutlich weniger auf die Stamina, also auf die Ausdauer von euren Wrestlern. Und ihr könnt damit eine richtige Geschichte erzählen im Match. Hierfür braucht ihr aber auch wieder eine hohe Psychologie bei den Wrestlern. Je nachdem, wie viele ihr nehmt, ist das Risiko natürlich größer. Wenn ihr jetzt ein Fatal 4-Way-Match macht, dann müssen alle vier natürlich eine gute Psychology abliefern. Wenn nicht, dann wird dieses Match natürlich auch scheitern. Aber es ist halt gut für Leute, die nicht so viel Stamina haben. Es gibt ja viele Wrestler, die mit den Jahren natürlich an Ausdauer verlieren, gerade Legenden oder sowas. Die könnt ihr trotzdem dann in so ein Match booken und habt quasi denselben Effekt wie All Out, nur weniger Verletzungsrisiko und ihr könnt es mit Leuten machen, die weniger Ausdauer haben. Aber trotzdem muss die In-Ring-Performance immer noch gut sein. Also ihr könnt das zwar auch mit Schlechten machen, aber dann wird das Rating halt auch schlecht. Und dann gibt's noch Overbook. Overbook ist einfach ein geordnetes Chaos, kann man sagen. Ihr habt am besten mehrere Wrestler und es passieren tausend Sachen in diesem Match. Es werden Waffen benutzt, es wird von Seilen nach draußen gesprungen, es werden vielleicht Leitern benutzt, Blut wird fließen, Twists and Turns werden die ganze Zeit passieren. Und damit kaschiert ihr einfach wieder, dass die Wrestler im Ring eigentlich nicht gut genug sind. Also bei schlechten Wrestlern, zum Beispiel mit schlechterer In-Ring-Performance, wird das hier von ihrer Unfähigkeit ablenken und ein gutes Match hinzaubern. Wenn ihr das aber bei guten Wrestlern benutzt, die stark im Ring sind, so wie jetzt Kofi Kingston und Seth Rollins, dann werdet ihr da Penalties bekommen, weil die quasi nicht das zeigen, was sie drauf haben, sondern das mit irgendwelchem Zeug kaschieren und das fällt den Fans dann halt auf. Wenn ihr aber Leute habt, die eigentlich richtig schlecht sind und ihr kaschiert das damit, dann finden es die Leute gut, weil sie eben von dem ganzen Zeug abgelenkt werden und somit könnt ihr auch mit schlechteren Wrestlern gute Matches booken. Das ist aber auch eher was für Wrestler, die in den Brawling-Bereich gehen, Hardcore-Wrestler oder welche, die halt wirklich nur einen relativ guten Brawling-Wert haben und beim Rest irgendwie im 30er-Bereich oder noch schlechter sind. Denn wenn ihr hier natürlich Highflyer oder so benutzt, ich meine, in diesem Match hier steht es ja auch, Blut, Waffen, Run-Ins, also ständiges Eingreifen, es passiert die ganze Zeit was, macht beim Highflying irgendwie keinen Sinn. Deswegen eher Richtung Hardcore geht das Ganze. So, das war's mit den Match-Stilen. Weiter geht es mit den Types of Finish, das ist relativ schnell erklärt. Decisive Finish bedeutet einfach nur, es ist clean. So, Pinfall, Submission, Easy Win, Feierabend. Ganz einfach. Dann gibt es Tainted Win. Das sind Sachen wie, jemand benutzt einen Schlagring versteckt. Der Ringrichter sieht es natürlich nicht, aber es gibt einen Schlag mit dem Schlagring. Jemand greift an die Hose beim Pinfall oder an die Seile und gewinnt halt unfair einfach. So kann man das benutzen, damit der Gegner eben nicht clean besiegt wird. Das nutzt man natürlich hauptsächlich für Heal-Siege oder wenn jemand turnt zum Beispiel. Wichtig hierbei ist, hier ist es auch nochmal notiert, die Title Change Rules sind nicht verändert. Also wenn ihr Tainted Win macht in einem Titelmatch, dann wechselt der Titel natürlich auch. Während beim Cheap Win der Titel nicht wechselt, weil das dann automatisch sowas wie eine Disqualifikation oder ein Countout oder sowas ist und dabei wechselt der Titel natürlich in der Regel nicht, während bei einem unfairen Pin der Titel selbstverständlich wechseln kann. Das sind die drei verschiedenen Finish: cleaner Sieg, unfairer Sieg oder ein Sieg, der nicht für einen Titelwechsel sorgt. Kann man aussuchen, mache ich eigentlich nur bei Decisive oder Tainted. Ja, wenn ich einen Cheap Finish habe, dann suche ich das meistens unter exaktes Finish raus. Und das ist das nächste und das ist auch das längste, was jetzt hier so kommt. Das versuche ich jetzt möglichst schnell durchzugehen. Pinfall Finish dürfte klar sein. 1, 2, 3, Ende. Flash Pinfall Finish
Das ist so, der Ringrichter zählt zu schnell. Er zählt nicht extra zu schnell. Ja, das schon mal vorweg, es ist kein Betrug oder sowas. Der Ringrichter zählt halt einfach ein bisschen zu schnell und der Gegner bzw. der Verlierer schafft den Kickout nicht mehr. Das heißt, der Sieg wird natürlich nicht ganz so eindrucksvoll sein von dem Gewinner, aber die Niederlage haut auch nicht so böse rein, weil aufgefallen ist, dass der Ringrichter hier ein bisschen schnell gezählt hat. Kann man benutzen, muss man nicht unbedingt benutzen. Ist halt nett, dass es dabei ist. Submission Finish ist klar, per Aufgabe. Countout, da wird er ausgezählt. Intentional Countout bedeutet, dass der Gegner sich mit Absicht auszählen lässt. Also The Miz zum Beispiel ist gerade Champion und er geht nach draußen und lässt sich mit Absicht auszählen, damit der Titel eben nicht wechselt. Das ist halt ein Cheap Finish, kein Titelwechsel und absichtliches Auszählen. Dann gibt es natürlich noch Standard-Disqualifikation und Intentional-Disqualifikation. Also, The Miz nehmen wir wieder als Beispiel, weil der passt einfach gut. Er ist Champion, nimmt sich einen Stuhl, schlägt einfach mit Absicht zu, verliert zwar das Match, bleibt aber Champion. Das ist alles, was damit zu tun hat. Also eine absichtliche Disqualifikation, eine Rage-Disqualifikation gibt es noch. Das ist, wenn der Wrestler zum Beispiel jemanden in der Ringecke hat und immer wieder auf den einschlägt, irgendwann wird er halt angezählt bis 5 und muss dann von seinem Gegner ablassen. Es kann aber sein, dass Wrestler in einen Berserker-Modus geraten, so wie es früher mal bei Randy Orton war oder bei Ken Shamrock. Die hatten sich nicht im Griff, die haben einfach draufgeprügelt und werden dann dadurch disqualifiziert, weil sie einfach nicht aufgehört haben, auf den Gegner einzuschlagen und bis 5 nicht von ihm ablassen. Das bedeutet Rage Disqualification. Dann gibt es 10-Count-Finish. Das ist, wenn ein Gegner bei 10 nicht wieder aufsteht. Bei Last-Man-Standing-Matches zum Beispiel. Muss der Gegner bis 10 wieder auf die Beine kommen, schafft er das nicht, hat er das Match verloren. Stoppage-Finish kann man einfach einsetzen, wenn zum Beispiel ein No-DQ-Match ist und beide stehen nicht mehr auf, dann kann der Referee das Match einfach abbrechen, weil beide zu fertig sind. Er kann sie ja nicht bis 10 auszählen, weil es ein No-DQ-Match ist, da gibt es diese Count-Out-Regel nicht, diese 10-Count-Regel. Und dann benutzt man Stoppage-Finish und der Ringrichter bricht das Match einfach ab, weil beide nicht mehr in der Lage sind, weiter zu wresteln. Dann gibt es Injury-Stoppage und Kayfabe-Injury-Stoppage. Hier kann ich euch sagen, wie ich das Ganze benutze. Injury-Stoppage ist natürlich, eine Verletzung wird angezeigt. Das X-Zeichen vom Ringrichter, eine echte Verletzung findet statt. Das benutze ich zum Beispiel, wenn ich jemanden aus den Shows schreiben will. Wenn ich jetzt sage so, hier, Triple H soll sich in diesem Match verletzen, ist natürlich keine echte Verletzung, wird aber als echt suggeriert. Damit schreibe ich immer Wrestler aus den Shows, wenn sie eine Verletzung erleiden. Dann gibt es die Kayfabe Injury und das ist eine gespielte Verletzung. Das sehe ich eher so, dass es nicht eine richtige Verletzung ist und der Wrestler auch nicht aus der Show rausgeschrieben wird, sondern der Wrestler tut so, als hätte er sich verletzt in diesem Match, kann nicht weiter wresteln und er tut halt die ganze Zeit so, als hätte er sich das Knie verletzt oder sowas, obwohl jeder halt weiß, er tut nur so. Es ist keine echte Verletzung, aber er macht das, um vielleicht dem ein oder anderen Match aus dem Weg zu gehen. Wieder fällt mir The Miz ein, der einfach so tut, als kann er nicht antreten, obwohl er nicht verletzt ist. Also das würde ich jetzt nicht benutzen, um jemanden rauszuschreiben. Da würde ich Injury Stoppage nehmen. Aber Kayfabe Injury kann man auf jeden Fall als Storyline ganz gut benutzen. Knockout dürfte auch klar sein. Ein klassischer K.O. Dann gibt es Manager Interference. Also wenn jemand einen Manager an der Seite hat, dann könnt ihr das aussuchen. Und automatisch greift der Manager in das Match ein. Und das ist dann Match entscheidend. Dann gibt es Outside Interference. Da könnt ihr dann sagen, hier, AJ Styles soll Kofi Kingston angreifen und das soll für das Ende des Matches sorgen. Ihr könnt auch sagen Botched Interference, könnt also sagen AJ Styles soll Kofi Kingston angreifen, aber das trifft nicht Kofi Kingston, sondern seinen Gegner. Also eine verbotschte Aktion von AJ Styles, wobei Botch hier verwendet wird, das ist natürlich mit Absicht, dass das schief geht und dadurch würde dann halt eher Kofi Kingston gewinnen, weil das Eingreifen schiefgegangen ist. Destruction Finish ist, dass ein Wrestler eingreift, aber der Ringrichter sieht das Eingreifen nicht und er zerstört
den Gegner. Also Adam Pearce in diesem Fall würde Kofi Kingston zerstören und dann würde der Pinfall stattfinden. Der Referee würde die Zerstörung nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, muss man nicht unbedingt einsetzen? Man kann auch ein ganz normales Eingreifen einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals benutzt habe. Ich glaube, ich habe das noch nie benutzt. Ist einfach ein bisschen quatschig. Dann gibt es das Sports Entertainment Finish. Hier ist es ein Draw, ein offizielles Draw. Es ist eigentlich eine Non-Decision, also es wird kein offizielles Draw sein. Also es wird kein offizielles Unentschieden. Es wird einfach nicht gewertet, weil zu viel los ist, zu viele Eingriffe und sowas. Eigentlich ein No-Contest. Aber in der Statistik wird es offiziell als Unentschieden aufgeführt. Weiß ich nicht, ob ich das jemals benutzt habe. Ich glaube, ich habe in solchen Fällen immer Stoppage benutzt. Man kann aber durchaus auch Sports Entertainment Finish benutzen, ist kein Problem. Ich glaube nur, ich habe es selber noch nie gemacht. Dann gibt es das Dusty Countout Finish, wo jemand denkt, er hätte gerade durch Countout gewonnen, hat aber gar nicht gewonnen. Also in dem Fall wird er quasi vom Referee überstimmt. Ja, also der Verlierer denkt, er hat gewonnen, aber er hat eigentlich nicht gewonnen, weil er schon längst zuvor ausgezählt wurde, hat es aber nicht mitbekommen. Das gleiche geht auch mit Disqualifikation. Allerdings könnt ihr hier zum Beispiel Dusty DQ-Finish nehmen und zusätzlich Pinfall-Finish. Dann wird es so dargestellt, dass der eine denkt, das könnt ihr auch bei Countout machen, also egal was ihr dann nehmt, der Verlierer denkt, dass sein Gegner ausgezählt wurde, jubelt also schon, wird dann aber wahrscheinlich eingerollt und verliert durch Pinfall noch das Match. Ja, also solche Sachen, na, weiß ich nicht, könnte man vielleicht noch ganz gut bei einem Royal Rumble erklären. Ja, ich glaube, da kann man es aber nicht richtig einsetzen, weil es einfach spielmechanisch nicht funktioniert. Aber so kennt man das. Der eine denkt, er hat ihn gerade rausgeworfen, jubelt schon und wird dann rausgeschmissen. So ähnlich könnt ihr euch das vorstellen mit Dusty Countout und Dusty DQ Finish. Dann gibt es Screwy Referee Finish. Dürfte eigentlich auch klar sein. Hier geht es darum, dass es wieder ein schneller Count ist, aber nicht wie hier oben ein unabsichtlich schneller Count, sondern ein absichtlicher schneller Count. Früher bei Nick Patrick, bei der NWO, ein geschmierter Ringrichter, der einfach blitzschnell bis 3 gezählt hat, damit die NWO-Wrestler die Matches gewinnen. So ist es hier, also ein Betrug, aber ein Betrug, der geplant ist, ne? Der abgesprochen ist mit allen Beteiligten. Also ihr habt hier nicht irgendwie, dass ihr Ärger bekommt von irgendeinem Wrestler. Dann gibt es hier Anonymous Decision Finish. Das ist ein Draw, eigentlich ein Time Limit Draw, aber eine Jury entscheidet, wer gewonnen hat. Und das ist einfach ein einstimmiger Sieg, quasi ein 3-0. Das Match wird 3-0 für jemanden gewertet. Benutzt man beim Wrestling eher nicht. Kann man aber natürlich benutzen, wenn man nicht Wrestling simulieren möchte, sondern die UFC zum Beispiel. Und da dann kein Knockout- oder Submission-Finish nimmt, sondern eine Juryentscheidung, da kann man dann ein 3-0. Hier kann man mit Majority ist es ein 2-1. Und hier ist es eine Split-Decision. Das ist immer noch ein Sieg für jemanden, aber die Jury ist sich extrem uneinig, wie das gewertet werden soll. Also ein sehr, sehr knapper Sieg mit sehr, also ein kontroverser Sieg, sagen wir mal so. Man könnte auch sagen, dass jeder im Publikum gesehen hat, hier Conor McGregor hat gewonnen, aber die Jury hat trotzdem gegen ihn entschieden. So ein Sieg ist das. Und dann gibt es später noch ein richtiges Unentschieden, da kommen wir dann gleich zu, aber erstmal hier. Double Pinfall Finish, dürfte klar sein, beide sind mit den Schultern am Boden. Ja, kann man dann so drehen, dass der eine denkt, er hat gewonnen, der andere denkt, er hat gewonnen. Am Ende ist es ein Unentschieden, Double Pinfall. Double Countout, beide werden ausgezählt. Double Disqualifikation, dürfte auch klar sein. Time Limit Finish ist ein Unentschieden nach Zeitlimit. Aktuell würde ich sagen, so 20-30 Minuten Zeitlimit bei All Elite Wrestling. Kann passieren, dass es ein Time Limit Draw gibt. Double Stoppage heißt einfach nur, dass beide Wrestler nicht mehr weitermachen können und der Wrestler abbricht. Oben gab es ja noch das normale Stoppage. Da ist es natürlich so, dass einer gewinnt,
weil der andere nicht mehr weitermachen kann. Hier können beide nicht weitermachen. Hier können beide nicht aufstehen. Also das ist quasi ein Draw in einem Last Man Standing Match. Beide bleiben bis 10 auf dem Boden. Beide knocken sich gleichzeitig aus. Auch das kann passieren. Auch das für UFC zum Beispiel interessant. Und Draw Decision Finish, das ist nochmal die Jury, die dann wirklich unentschieden entscheidet. Also Jury könnt ihr euch von oben nach unten merken, das ist eine 3-0 Entscheidung, eine 2-1 Entscheidung, eine wahrscheinlich 2-1 Entscheidung, die extrem für Diskussionen sorgt, die nicht wirklich nachvollziehbar ist. Und hier ist es eine 1-1, 0-0 oder was weiß ich Entscheidung, ein klares Unentschieden. So, und dann gibt es noch ein paar Sachen, die wir noch uns angucken müssen. Hier könnt ihr Interferences einstellen, also Eingriffe. Ihr könnt jetzt einfach sagen, Adam Pearce greift Kofi Kingston an, aber das ist nicht matchentscheidend. Hier oben war es matchentscheidend, also quasi durch diesen Angriff hat der Wrestler dann verloren. Hier passiert einfach der Angriff während des Matches, aber es beeinflusst nicht unbedingt den Ausgang. Das Ganze geht auch noch gebotcht, dass es schief geht und den anderen trifft, aber auch nicht matchentscheidend ist. Hier ist dann Destruction, das ist eher, jemand kommt rein und zerstört ihn, ich glaube, nach dem Match. Ich glaube, das ist nicht wirklich im Match, oder? Das kann auch im Match sein. Wie gesagt, ich habe das noch nie benutzt, deswegen weiß ich es da nicht genau. Ich glaube, es ist doch im Match. Es ist im Match. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir haben nämlich einmal die Destruction. Oder haben wir das gar nicht? Ich muss noch mal einmal hier kurz durchgehen. Destruction. Na klar, hier. Destruction Finish. Genau, das ist genau das gleiche eigentlich wie das andere auch. Hier wird der Gegner zerstört und es führt zum Sieg. Und hier unten kann man sagen, wird auch der Gegner zerstört, aber da schafft er den Kickout. Ja, also jeder denkt, das war's mit ihm, aber er schafft nochmal den Kickout und es ist nicht matchentscheidend. Ich denke mal, so ist es geregelt, weil es einfach bei allen so ist. Aber wie gesagt, hier nicht 100% sicher, aber 99% wird das schon stimmen. Dann at ringside ist interessant für Leute, die keinen richtigen Manager haben. Sagen wir mal, Sting und Lex Luger im WCW-Projekt sind zwar ein Tag-Team, aber sie managen sich ja nicht. Da könnte man dann sagen, okay, für dieses eine Match stellen wir jetzt AJ Styles an den Ring. So, er begleitet quasi hier Sting, Luger, in dem Fall vielleicht Seth Rollins. Und der ist einfach am Ring und könnte vielleicht auch für einen Bonus sorgen, muss nicht unbedingt für einen Bonus sorgen, kann aber auch ein Match aufwerten, weil er da ist, weil er Star-Qualität hoch hat. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, Star-Qualität. Menace könnte wichtig sein, also die Bedrohung, die er ausstrahlt. Solche Werte sind ganz gut, wenn man jemanden an die Ringseite stellt. Und Replacement Referee ist, dass ein Ringrichter K.O. geht. Also ihr stellt natürlich am Anfang, wenn ihr das Match bookt, also in der Show könnt ihr ja den Ringrichter einstellen, sagen wir Earl Hebner, und ihr ersetzt ihn während des Matches. Wir nehmen mal wieder AJ Styles. Dann wird dieser Wrestler irgendwann Earl Hebner während des Matches ersetzen, weil der ausgenockt wird. Kann man natürlich ganz gut einsetzen für irgendwelche Fäden. Und dann haben wir noch Special Extras. Die sind wirklich sehr speziell. Wir haben hier Lucha de Apuesta, was auch immer. Hier geht es darum, dass es ein Wetteinsatz gibt, sozusagen, ein Match-Einsatz. Das ist vor allem bei Lucha Libre-Ligen beliebt, Mexiko und sowas, dass du um die Maske oder um die Haare wrestlst. Also entweder verliert ein Wrestler seine Haare oder er verliert seine Maske. Und das müsst ihr dann auch durchziehen. Da gibt es Segmente, die ihr benutzen könnt, wo dann einem der Kopf rasiert wird oder wo jemand die Maske verliert. Das müsst ihr auch einsetzen, ansonsten wird es böse enden. Da kriegt ihr richtig, richtig böse Ärger, wenn ihr das nicht umsetzt. Ich weiß gar nicht genau, wo das geht, aber es geht auf jeden Fall. Müsst ihr mal gucken, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Stegreif, aber das geht auf jeden Fall, dass man um eine Maske antritt, wenn der Wrestler natürlich eine Maske hat. Wenn nicht, dann muss er sich die Haare rasieren. Ansonsten werdet ihr richtig böse Penalties bekommen. Das nutzt man aber auch extrem selten, aber man nutzt es.
Dann gibt es hier die Möglichkeit, Moves zu erlauben, die auf die Wirbelsäule gehen oder Hochrisikomoves erlauben. Das Ganze könnt ihr dann hier auch bannen. Es gibt verschiedene Produkte, wo diese Aktionen nicht erlaubt sind. Das ist ganz einfach dafür da, damit sich Wrestler nicht schwer verletzen. Drückt natürlich ein bisschen die Qualität und hiermit könnt ihr das quasi erlauben oder extra bannen, wenn ihr befürchtet, dass das Risiko zu groß ist. Zum Beispiel Sting. Ja, Sting hat einen angeschlagenen Nacken, auch im Spiel. Ich würde jetzt bei Sting zum Beispiel Bann Spinal Impact Moves nehmen, weil er keine Aktionen einstecken soll, die auf den Nacken gehen, weil das Verletzungsrisiko zu groß ist. Das könnt ihr hiermit einstellen. Ihr könnt aber auch sagen, wenn ihr generell das Ganze gebannt habt, dass ihr in einem speziellen Match, dass ihr wollt, dass diese Aktionen erlaubt sind. Wenn die sowieso erlaubt sind und ihr drückt erlaubt, dann hat das keine Auswirkungen, genauso wie beim Bann. Dann Advanced Storyline, da könnt ihr dann einfach sagen, dass die und die Storyline weitergeführt werden soll. Hier in dem Vorzeigemodell habe ich natürlich keine am Laufen. Ihr könnt sagen, dass eine Storyline mit dem Match jetzt enden soll. Ihr könnt einen Turn vollziehen, also wenn jemand Heal oder Face turnt, könnt ihr das benutzen. Ihr könnt Override Title Change Rules benutzen. Das ist zum Beispiel wieder bei The Miz ganz gut. Wenn er sich ständig auszählen lässt mit Absicht oder disqualifizieren lässt, dann könnt ihr sagen, in diesem Match werden die Regeln überschrieben und der Titel wechselt auch bei Disqualifikation oder auch bei Countout. Also der Titel würde immer wechseln. Egal, was für ein Finish ihr aussucht, der Titel wechselt. Das ist eine richtig coole Option. Dann gibt es Screwjob Pinfall und Screwjob Submission. Das hat nichts mit meinem Kanal zu tun. Das bedeutet einfach, das ist ein echter Beschiss. Das ist kein, das ist hier nicht Screwy Referee Finish, wo es ein abgesprochener Betrug ist. Das ist ein nicht abgesprochener Betrug gegen einen Wrestler. Wenn ihr wirklich wollt, dass ein Wrestler euch hasst, euch in die Fresse haut und ins Gesicht spuckt, dann benutzt ihr diese Finishes. Ihr werdet nie wieder glücklich sein mit diesem Wrestler. Ihr werdet seine Stimmung auch nie wieder verändern. Der wird euch für immer hassen. Und ja, müsst ihr selber wissen, ob ihr das macht. Ich habe es auch noch nie gemacht tatsächlich. Nicht mal gegen irgendwelche Jobber benutzt. Aber das ist halt ein echter Screwjob, also ein echter Betrugsfall im Wrestling, der nicht abgesprochen ist. Also so viel dazu. Sehr gefährlich, wenn ihr das einsetzt. Und Disable Tournament Check ist, wer mein All Elite Projekt verfolgt, weiß, es läuft gerade die Tag League zum Beispiel. Und wenn ihr jetzt ein Match bookt, was in der Tag League vorkommt, aber eigentlich gar nichts mit dem Turnier zu tun haben sollte, dann müsst ihr das hier aktivieren, denn das Spiel erkennt automatisch, ob ein Match in einem Turnier stattfindet oder nicht und schreibt dementsprechend auch einen Sieger dem Ganzen zu. Und das heißt, im Team XY kommt auf einmal weiter, weil ihr das Match gebookt habt. Wenn ihr aber das hier benutzt, dann heißt es, dass ihr zwar das Match booken könnt, aber es wird nicht als Turniermatch gewertet. Das ist wirklich, das ist mir noch nie passiert, dass ich das benutzen musste, weil wenn es ein Turniermatch ist, kann man es auch als Turniermatch austragen. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt im King of the Ring Finale ein Match habt und dasselbe Match wollt ihr aber auch 2 Wochen vorher schon machen, dann könnt ihr das natürlich überschreiben hier und dann wird das nicht als King of the Ring Finale gewertet, sondern als normales Match und gut ist. Somit schützt ihr dann euer Turnier. Ist aber wirklich nicht oft der Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer machen würde. Ich wüsste jetzt keinen triftigen Grund, der mir einfällt. Und damit sind wir alles durchgegangen. Das soll es gewesen sein. Wir haben alle Road Agent Notes jetzt insgesamt besprochen. Wir haben die Matchziele. Wir sind hier durchgerattert. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video jetzt ist. Ich denke mal nicht, dass wir über eine Stunde kommen. Müssen wir aber auch gar nicht. Es ist lang genug. Ich hoffe, ich habe alles vernünftig erklären können, vernünftig widerspiegeln können, dass ihr schön mit den Road Agent Notes arbeiten könnt. Denn es gibt wirklich eine Menge, was ihr hier machen könnt. Eigentlich gibt es so gut wie keine Grenzen, die benutzt werden können. Ihr könnt euch ein Match booken, wenn ihr eine richtig krasse Fehde habt, dass ihr eine Jury, ihr sagt, eine Jury entscheidet mit aus 3 Wrestlern oder so und die sind sich dann uneinig. Da kann man so viel krasse Sachen draus stricken. Da ist euch an Kreativität keine Grenze gesetzt. So,
das soll's gewesen sein von diesem Tutorial. Gerne in die Kommentare schreiben. Auch mich gerne nochmal dran erinnern an Themenvorschläge. Ich habe nicht immer alles auf dem Zettel, das müsst ihr mir verzeihen. Es ist sehr viel los aktuell und da vergisst man auch mal das ein oder andere. Deswegen gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt in Sachen Tutorial, einfach nochmal anschreiben. Ich gucke mir das Ganze an und werde das dann, wenn möglich, umsetzen. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein mit dem Tutorial. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Supportet gerne weiter die Total Extreme Wrestling Projekte oder auch die anderen Projekte, wenn sie euch gefallen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.